Hey meine neugierigen Freunde, diese Aufnahme eines Fisches, der mit Leichtigkeit eine geschlossene Cola-Dose zerbeißt, ging vor kurzem viral. Aber es ist nicht das Zerbeißen an sich, das so spektakulär an dieser Aufnahme ist, sondern die Tatsache, dass dieser Fisch geköpft ist. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist nur der Kopf des Fisches, der die Cola-Dose immer noch im toten Zustand zerbeißt. Ob das alles Fake ist und ob sowas wirklich passieren kann und Realität ist, das erzähle ich euch in diesem Video. Abonniert gerne den Kanal für spannende neue Entdeckungen in der Tierwelt. Ich danke euch, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich das Leben wirklich liebe und dass ich deshalb sehr auf meine Gesundheit achte. Ich mache Sport, ich rauche nicht und ich trinke seit ungefähr 2,5 Jahren keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr. Denn ich will natürlich so lange wie möglich auf dieser Erde bleiben. Und die Produkte von Avea, die helfen mir und auch dir, dein Leben zu verlängern und es so lange wie möglich gesund zu halten. Denn es bringt natürlich nichts, 100 Jahre alt zu werden, aber die letzten 20 Jahre nicht gesund zu sein. Ich kann euch vor allem das Vitality Bundle von Avea empfehlen. Das besteht aus zwei Produkten. Einmal ein Produkt, das euren sogenannten NAD+-Speicher auffüllt. Der wird auch als der Stoff der Jugend bezeichnet. Denn NAD+ ist ein Coenzym, das in über 500 biologischen Prozessen in unseren Zellen beteiligt ist, unter anderem der Energieproduktion. Und wenn ihr diesen Speicher aufrechterhaltet, dann habt ihr mehr Vitalität, mehr Zellgesundheit und mehr geistige Klarheit. Und dann gibt es noch das zweite Produkt von diesem Vitality Bundle. Das ist der Booster. Der dient dazu, dass das NAD+ langsamer abgebaut wird und besser in eure Zellen transportiert wird. Also in Kombination verlängert dieses Vitality Bundle buchstäblich euer Leben und macht es gleichzeitig gesünder. Über meinen Link in der Videobeschreibung bekommt ihr 15% auf die Avea-Produkte und ihr könnt das alles ganz ohne Risiko testen, denn es gibt tatsächlich eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn euch die Produkte nicht gefallen, dann bekommt ihr auch euer Geld zurück. Also klickt gerne auf den Link und unterstützt dadurch gleichzeitig meinen Kanal. Danke an Avea und nun geht es weiter mit dem Video. Wenn man einen Menschen köpft, dann ist er sofort tot. Und deshalb ist die allererste Frage, die man sich hier stellen muss, ob es überhaupt allgemein möglich sein kann, dass Tiere ohne Kopf überleben können. Gibt es sowas in der Tierwelt oder ist das absoluter Humbug? Ja, tatsächlich gibt es sowas in der Tierwelt. Vielleicht hat das der eine oder andere von euch schon mal gehört, dass Tiere zumindest eine Zeit lang noch ohne Kopf überleben können. Aber nur ganz bestimmte Tiere. Insekten zum Beispiel, die haben einen sogenannten Oberschlundganglion im Kopf. Das ist eine Art Gehirn, aber es ist nicht das einzige Gehirn, sozusagen, was die Insekten in ihrem Körper haben. Denn sie sind anders aufgebaut als Wirbeltiere. Ihr Nervensystem ist ein sogenanntes Strickleiter-Nervensystem und es hat in jedem Körpersegment ein eigenes Gehirn, wenn man so will, ein Ganglienpaar. Und wenn da ein Ganglienpaar mal ausfällt, zum Beispiel der Oberschlundganglion im Kopf, dann ist das nicht so tragisch. Es ist auf jeden Fall nicht kriegsentscheidend. Das Tier kann ohne Kopf sehr lange noch weiter überleben. Vor allem bei den Schaben ist das bekannt. Die sind dafür berühmt geworden, dass sie bis zu 9 Tage lang ohne Kopf überleben können. Das Einzige, was dann zum Tod letztendlich führt, ist, dass sie ja keine Nahrung und kein Wasser, also keine Flüssigkeit mehr aufnehmen können, weil ihnen ja das Mundwerkzeug dann dazu fehlt. Aber ansonsten leben die ganz normal weiter, ohne Kopf, weil die anderen Ganglienpaare den Körper am Leben erhalten und ihn so steuern können wie eben davor und ihn auch so versorgen können wie davor. Im hinteren Teil der Schabe ist nämlich ein Ganglienpaar für die Verdauung zum Beispiel zuständig. Und so kann da hinten alles weiter funktionieren, auch ohne Kopf. Das ist schon ein bisschen gruselig, weil Schaben auch in Deutschland zumindest auf Platz 1 der Tiere sind, vor denen sich die Menschen am meisten ekeln. Und wenn es dann auch noch ein Tier gibt von diesen Schaben eben, das ohne Kopf vielleicht irgendwo in ihrer Küche herumläuft und trotzdem noch 9 Tage weiter überlebt, dann ist das schon gruselig und deswegen habe ich die Schabe auch auf meiner Cap und als Logo, weil die Schaben einfach dafür stehen, etwas auszuhalten und ein Wunderwerk der Evolution sind. Die sind kaum kaputt zu kriegen und deshalb finde ich sie zwar einerseits auch irgendwie furchterregend, aber andererseits faszinieren sie mich genau deshalb so sehr. Und das ist eben eines dieser Beispiele, wo ein Tier ohne Kopf überleben kann. Aber es gibt auch ein Beispiel eines Wirbeltiers tatsächlich, wo sehr lange ohne Kopf überlebt hat. Das steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde und wurde deshalb in den 1940er Jahren weltweit berühmt. Und das ist der Hahn Mike. Der Hahn Mike sollte eigentlich zum Schlachten gebracht werden vom Farmer Lloyd Olsen am 10. September 1945 in Colorado, weil seine Schwiegermutter zu Besuch kam. Er wollte ein Essen vorbereiten und hat einige seiner Hähne geschlachtet, unter anderem eben auch Mike.
der erst nach der Sensation, die er dann schließlich werden sollte, einen Namen bekommen hat, eben Mike. Der Farmer hat da so vor sich hingeschlachtet, von allen Hähnen den Kopf abgeschlagen und sie dann beiseite gelegt. Und als er schließlich fertig war, nach einer halben Stunde, hat er aufgeschaut, sich im Raum umgeschaut und schließlich gesehen, dass Mike immer noch lebt und da umherflattert. Der 5-jährige Hahn war da ohne Kopf und es schien ihm gut zu gehen. Er hat sogar noch mit seinem nicht vorhandenen Kopf versucht, auf dem Boden Körner aufzupicken. Und dass er immer noch dachte, dass sein Kopf noch da ist, so eine Art Phantomkopf, hat man auch gesehen, als er am nächsten Tag schlafend in der Ecke war und seinen Phantomkopf unter seinen Flügel sozusagen gepackt hat. Der hat also immer noch gedacht, dass sein Kopf noch da ist und der Farmer konnte seinen Augen nicht trauen. Als er eben am nächsten Tag reinkam und der Hahn immer noch gelebt hat, da konnte er es nicht fassen. Wie ist denn das möglich? Und als er eben dann gemerkt hat, dass der Hahn selbst nach Tagen immer noch nicht gestorben ist und selbst nach Wochen nicht, dann wusste er, dem Hahn geht's gut und es ist eine Sensation. Er hat ihn dann eben Mike getauft und die Familie ist sogar auf Tour gegangen mit diesem Hahn. Der wurde dann weltweit berühmt. Aber wie ist das jetzt möglich? Es ist nach Wissenschaftlern deshalb möglich, weil das Gehirn, das Großgehirn, bei diesen Hähnen relativ weit unten im Kopf sitzt. Und der Bauer, als er ihn geköpft hat, wollte so viel Fleisch wie möglich oder so viel Körper wie möglich sichern, um es eben als Essen zuzubereiten. Und deshalb hat er den Kopf sehr weit oben am Hals abgeschnitten. Und deshalb ist ein großer Teil des Großhirns nicht abgeschnitten worden und ist nicht kaputt gegangen. Das ist dann anscheinend runtergerutscht in den Hals zwischen Luft- und Speiseröhre und hat da weiter funktioniert. Dort unten hat man später sogar noch ein Ohr des Hahns gefunden. Also, im Endeffekt hat das Gehirn weiterhin gearbeitet und funktioniert. Der Hahn konnte aber natürlich nichts mehr zu essen aufnehmen oder zu trinken. Genauso wie auch die Schabe das nicht kann, wenn sie den Kopf verliert. Und deshalb kam der Bauer auf die Idee, mit einer Pipette in die Speiseröhre einerseits Wasser einzuflößen und auch Körner. Und so konnte der Hahn, haltet euch fest, am Ende 18 Monate lang, nachdem er geköpft wurde, weiterhin überleben. Am Ende ist er dann schließlich doch noch gestorben, im Alter von 6 Jahren, aber nicht aufgrund der Verletzung, sondern weil der Bauer seine Pipette verloren hat und schließlich dann nicht die Flüssigkeit, die sich da manchmal in dem Bereich des Halses gebildet hat, aus der Luftröhre saugen konnte. Er hat die Pipette also einerseits zum Füttern verwendet und andererseits eben, um die Flüssigkeit rauszubekommen aus der Lunge. Aber als er das dann verloren hat, konnte er das nicht mehr machen und ich weiß nicht, warum er sich nicht einfach eine neue besorgt hat, aber vielleicht ging das auch relativ schnell, dass der Hahn dann erstickt ist aufgrund der Flüssigkeit in seiner Lunge. Aber letztendlich ist er eben ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen als das Tier, das am längsten jemals überlebt hat ohne Kopf. Aber wie schaut es jetzt bei diesem Fisch aus, den wir im Intro gesehen haben? Er ist ja auch ein Wirbeltier. Und von dem her kann es also sein, dass es bei diesem Fisch auch möglich war? Und ja, es ist tatsächlich so. Dieses Video ist echt. Es ist wirklich so passiert. Der Fisch, den wir hier sehen, das ist ein sogenannter gefleckter Seewolf. Und der ist absolut dafür bekannt, dass er sehr stark zubeißen kann und sehr scharfe Zähne hat. Er kann bis zu 1,80 Meter lang werden und kommt vor allem in den eiskalten Meeren auf der Nordhalbkugel der Erde vor. Also vor allem in den Gewässern um Norwegen, Grönland oder auch Island. Das wird später noch wichtig, dass er dort eben in den kalten Gewässern lebt. Auf jeden Fall ist dieser Fisch darauf getrimmt, dass er einfach nur zubeißen will. Wenn der spürt, dass da etwas in seinem Mund ist, dann will er einfach nur noch zubeißen. Und das ist den Fischern, die in dieser Gegend fischen, durchaus bekannt. Und deshalb passen sie immer sehr genau auf, wenn sie fischen und dann knietief in den Fischen, die sie eigentlich fangen wollten, stehen, dass sie eben, wenn sie so einen finden, ihm einen Besenstiel oder etwas Ähnliches in den Mund geben und dann beißt er eben reflexartig zu und dann hat er eben den Mund schon geschlossen und ist dann nicht mehr so eine große Gefahr, dass er ihn vielleicht ins Bein beißen könnte. Dieser Fisch ist oft als Beifang dabei, das heißt, er wird nicht gezielt gefischt, aber wenn er dann mal als Beifang dabei ist, dann wird er ja als Speise verkauft und deshalb ist er in Europa ein beliebter Speisefisch. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Was ist jetzt genau mit diesem geköpften Exemplar? Warum beißt dieser Fisch auch im geköpften Zustand zu? Als die Fischer diesen Fisch auf einen Trawler geholt haben und den Kopf abgeschnitten haben, da wollten sie ausprobieren, ob er eben auch noch mit einem geköpften Kopf gefährlich sein kann. Und um das zu prüfen, haben sie ihm dann eine Cola-Dose in den Mund gesteckt. Und prompt hat dieser Reflex wieder zugeschlagen und die Kiefer sind zugegangen und haben die Dose mit Leichtigkeit zerbissen.
Dieser Fisch hat eine enorme Beißkraft und die ist jetzt tatsächlich auch im toten Zustand einige Zeit noch aktiv, deshalb muss man ganz besonders aufpassen. Aber warum ist das so? Die Tatsache, dass dieser Fisch in eiskalten Gewässern lebt, führt dazu, dass seine Prozesse einfach langsamer ablaufen. Das heißt, die kalte Temperatur sorgt dafür, dass Gewebe wie zum Beispiel Gehirn, Nerven und Muskeln länger am Leben bleiben, bevor sie an Sauerstoffmangel sterben. Und deshalb ist es auch so, dass wenn man ihnen den Kopf abschneidet, dann sind die Prozesse in seinem Kopf noch eine Zeit lang bis zu eine Stunde lang aktiv. Und deshalb funktionieren auch die Reflexe. Wenn man ihm die Dose in den Mund steckt, dann wird ein neuromuskulärer Reflex in Gang gesetzt, der ausgelöst wird durch Rezeptoren, die im Kiefer vorhanden sind. Und da das Gehirn des Fisches eben in seinem Kopf ist und der Reflexbogen vom Mund zum Gehirn weiterhin bestehen bleibt, wenn er geköpft ist, kann das funktionieren. Normalerweise dient es dazu, eine Beute zu zerbeißen. Aber in dem Fall war es halt eben eine Cola-Dose. Dieser Fisch hat also im toten Zustand tatsächlich noch eine Kraft genug gehabt, um eine Cola-Dose im geschlossenen Zustand zu zerbeißen. Das sieht wirklich spektakulär und fast schon fake aus, aber es ist wirklich Realität. Selbst wenn man das Herz des Fisches herausnehmen würde, würde es noch eine Weile lang von alleine weiterschlagen, obwohl es nicht mehr im Körper ist. Diese starke Bisskraft und diesen Reflex benötigt er, weil er sich vor allem von hartschaligen Tieren ernährt, wie Krebsen, Muscheln oder auch Seeigeln. Das ist also mal wieder ein Werkzeug der Natur, damit dieser Fisch sich ernähren kann und überlebt. Das Video ging auf jeden Fall vollkommen viral. Viele Leute konnten nicht glauben, dass das echt ist, aber hiermit wollte ich euch aufklären, das ist echt und es zeigt wieder einmal mehr, dass ja, unsere Welt Dinge bereithält, die man kaum glauben kann manchmal. Das war's auf jeden Fall zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Ciao.